Wir sind hoch im Norden Kanadas, am Ufer des Quiet Lakes im Yukon-Territorium. In unseren Kanus türmt sich Ausrüstung und Proviant für eine zweiwöchige Abenteuerfahrt. Wir wollen vom Quiet Lake über eine Kette von Seen zum Big Salmon River, diesen dann bis zur Mündung hinabpaddeln und von dort auf dem Yukon River weiter stromabwärts. Ziel unserer Reise ist Carmax, eine kleine Ansiedlung am Yukon. Dazwischen liegen knapp 400 Kilometer unbesiedelte Natur. 2 Wochen lang werden wir abseits der Zivilisation völlig auf uns alleine gestellt sein. Wir durchqueren ein Gebiet aus menschenleeren Tälern und Bergketten, bedeckt von endlosen Fichtenwäldern. Das Boot ist für uns das einzige Fortbewegungsmittel. Der Big Salmon River ist unser Weg in diese grandiose Wildnis. Den Quiet Lake folgen Sandy und Big Salmon Lake, die durch die schmalen Verbindungsbäche erreicht werden. Erst am Ende des letzten Sees beginnt der eigentliche Big Salmon River. My paddle's keen and bright, flashing with silver. Follow the wild goose flight, dip, dip, and swing. My paddle's keen and bright, my paddle's keen and bright, flashing with silver. Follow the wild goose flight. Dip, dip, and swing.